Tötet sie alle und haltet Kraft. Du siehst aus wie eine Schwuchtelauffotos und gehst lutschen für Promo. Oder warum hast du Homo einen Kussmund als Logo? Ich zerstampfe diese Tunte und zerreiß dich mit... Hey Leute, herzlich willkommen heute zu der ultimativen No Armor Challenge. In HFSG 2.0. Wir haben das Glück auf unserer Seite, dass wir natürlich erstmal nicht zum Spawn laufen, weil da gibt es halt sehr viel Rüstung und ja, wie man weiß, ja, gar kein Schwert oder sowas. Und ich versuche natürlich so viele Kills wie möglich zu erlangen. So, das nehme ich einfach mal so mit. Den töte ich eigentlich auch gleich, denke ich mal. So, perfekt. Der will auch sterben. So, wir haben das Glück, dass wir natürlich Miden in der Nacht haben hier. Das heißt, hier wird es nicht so viele gute Spieler geben. Und da können wir natürlich die No Armor Challenge wirklich sehr gut ausführen, würde ich sagen. Und ja, Leute. Haben schon einiges an Kills. Und ich würde einfach sagen, wir machen einfach direkt eine Schnetzlerrunde draus. Ich habe mir so gedacht, ah, ich wollte wieder eine Runde SG springen, aber ich habe mir so gedacht, ja, keine Ahnung. Wenn ich schon SG bringe, dann wieso nicht mal eine Challenge dazu? Und die eignet sich ja ganz gut so. So. Da oben ist ein Zweierteam noch. Oben werde ich mir auch noch die Rot holen. Ich laufe jetzt nicht da den ganzen Berg hoch und hole das Essen und so weiter, weil das jetzt eh nicht wirklich so... Oh Gott. Nein! Oh, ich werde zurückgebackt. So ein Bullshit. Ich werde die ganze Zeit zurückgebackt, Leute. Oh mein Gott, hab ich... Ja, einmal waren die Lecks auf meiner Seite. Hätte man ja sonst nicht anders. Okay, Leute, ihr habt jetzt schon ordentlich rasiert. Aber ich werde mir oben jetzt noch die Rot holen. Denn das wird später noch richtig kritisch. Und ein Steinschwert hätte ich dann auch irgendwann noch gerne. Ein Glitching. Ich denke mal, der meinte Glitchen oder sowas, weil... Ja... Gerade backt es irgendwie sehr stark rum. Ist an die Cheat, aber gut, es ist nicht ganz so schlimm, aber das hätte mich gerade fast getötet, muss ich dazu sagen. Falls ihr mehr Challenges wollt, könnt ihr das einfach mal reinschreiben oder mir einen Vorschlag machen. Die werde ich dann in Survival Games oder in anderen Spielmodis kann ich die auch natürlich machen. Und ja. So. Ich denke mal, ich dachte, da jetzt in der Nacht nicht so gute Spieler sind, werden wir einfach mal die No Armor Challenge machen. Natürlich werden wir dann trotzdem rasiert. Wenn uns einer da irgendwie zwei Hits oder einmal eine Combo packt, dann sind wir direkt tot, Leute. So, jetzt wäre natürlich noch wirklich sehr nice, irgendwie mal ein Steinschwert oder so zu finden. Weil das wäre dann schon etwas lebenswerter. Hier vorne gibt es noch ein paar Kisten. Okay, da haben wir ein Steinschwert, Leute. So, okay, da haben wir schon mal einen Gegner. Boah, okay. Gar nicht mal so schlechte Rüstung. Was mache ich da? Oh Gott, das Aim. Okay. Die Person hatte... Wow, okay. Die hatte für uns Cobwebs. Oh Gott. Oh mein Gott. Alter, jetzt hat er den Stuff aufgesammelt. Scheiße. Das ist assi. Hab ihn einfach, Leute. Alter, what the fuck? Okay, perfekt. Hä? Wo war das gerade? Der sneakt locker hier irgendwo. Der hat nämlich gerade... Ich gehe da nicht rein. Obwohl, ich hätte fast... Oh, ich hätte fast ein Level, den könnte ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ey, das wird was. 10 Kills. No Armor Challenge. Geile Runde Hive auf jeden Fall. Aber ich kann sie auch mal öfter machen, wenn ihr wollt. Denn ich meine, das ist halt dann wenigstens eine kleine Herausforderung. Dann, ja, das heißt eine kleine Herausforderung. Das kriegt jetzt irgendwie ein bisschen abgehoben. Aber um die Zeit spielen halt nicht so die allerheftigsten Spieler. Und... So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir den jetzt irgendwie noch kriegen. Boah. Okay. Okay. Jetzt muss ich wirklich aufpassen, weil...
Ja, GG. GG, Leute. No Armor Challenge bestanden, würde ich sagen. Ja, war schon eine heftige Elite-Runde. 10 Kills haben wir bekommen. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, was will der? Wenn es euch gefallen hat, dann ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ja, wird gut auf jeden Fall, wenn ihr das Video, wie gesagt, supportet. Und natürlich auch was in die Kommentare schreiben, was ich als nächste Challenge machen soll. Ansonsten würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I want you to know that deep down inside